So, jetzt reden wir mal wieder ein bisschen über EP. Hier mache ich jetzt den Sound noch 22 und dann machen wir mal hier 38. Ne, 38 ist zu wenig. Na, probieren wir einfach mal 40. 40 ist okay. So, und dann machen wir hier so eine Art Einfahrt. Schauen wir da mal, wie wir die machen. Machen wir auch so ein Tor vor. Oder wir lassen hier einfach eine Einfahrt. Machen hier nichts vor. Das schauen wir da mal. 0 und 50. Nee, das ist zu viel. Machen wir 40 und dann Verlängerung am Ende. Nee, hier wird es jetzt fast ein bisschen schräg. Ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr Abstand holen. Also brauchen wir hier in dem Gleis auch ein bisschen Winkel. Und zwar nehmen wir mal 3. 3 ist schon zu viel. 1,5 wahrscheinlich. Bäh, dummer Stuhl. So, dann 0. Übrigens, wer Steam hat, ich habe mal eine Gruppe für die Zukunft schon erstellt. Wenn ich mal einen Computer habe und wir eine größere Community da mal haben, ich habe mal eine Steam-Gruppe erstellt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, mal reinschnuppern. Link wie gesagt in der Beschreibung. Einfach beitreten und ja, könnt ihr ja auch mal reinschauen. Und genau, momentan sind erst 4 Mitglieder oder so drin. Ich hatte seit dem letzten Video jetzt den Link in der Beschreibung dazu. Heißt Stoibers Gaming Gruppe. Und wer Steam hat, kann da ja mal reinschauen. Das habe ich vor allem daran gedacht, weil ich ja einen Train Simulator Let's Playen möchte, dass wir da vielleicht auch mal zusammenspielen könnten. Ich habe auch überlegt, das habe ich schon besprochen mit ein paar Kollegen, dass ich ein Let's Play Together vom Eurotruck Simulator mal machen möchte im Multiplayer. Da könnt ihr natürlich dann auch mitspielen. So hatte ich das mal angedacht. Also, dass man da so eine Community-Arbeit macht. Oder den Landwirtschaftssimulator 2015. Also, da kommt schon einiges auf euch zu, wo ihr auch mal gerne aktiv mitspielen könnt. Und von dem her, ja, lohnt sich das vielleicht auf Steam beizutreten? Vielleicht aber auch nicht. Genau. So, es geht jetzt nicht hier rum mit 90, ja, Winkel 90 wäre schlauer. Hier brauchen wir sogar noch ein bisschen mehr. 95, 60 würde ich schon fast sagen. Nochmal 95. Das sind noch zu wenig. 96 ist okay. 97 ist besser wahrscheinlich. Allerdings. Und 98. Genau. Es war so klar, dass ich jetzt wieder 100 Sachen ausprobiere und fast das letzte passt dann. So, das können wir hier jetzt wieder selbst hinbiegen. Nee, okay, das ist scheinbar schon zu viel. Stimmt, wir müssen uns ja jetzt hier an die Kante halten. Ne, dann machen wir doch mal 96 und vervielfältigen am Ende. So. Ist auch schon zu viel. Nee, nee, nee. Heute habe ich es wieder drauf. So, dann legen wir das hier jetzt einfach mal rundum. So passt es jetzt auch mehr oder weniger einigermaßen. Da waren halt ein paar am Werk, die haben den Zaun halt nicht so hundertprozentig genau gebaut. Hatten keine Lust mehr drauf. So. So. Es tut mir leid, dass die Aufnahme jetzt nicht mehr ganz so flüssig läuft, wie es mal war. In Folge 62 oder so. Es ist einfach so, mein Rechner, mein Laptop, hat halt nach einer Zeit einfach keine Lust mehr. Und auch wenn die Anlagen größer werden, dann ist es nicht mehr so. Es tut mir wirklich leid. Es wird sich mit dem PC ändern. Natürlich.
Ich hoffe, dass sich das nicht allzu doll stört. Ich versuche es zu vermeiden, so viel wie es geht, aber ich kann es halt nicht immer vermeiden. Und so ein paar, also wenn ich mich jetzt vor allem fest bewege, so zum Beispiel, dann kommt bei euch nicht viel an, weil die Aufnahme irgendwie nicht mitkommt. Und wenn ich auf volle Frames schalte, das geht zwar, dann läuft es zwar, dann dauert aber das erstmal zum Speichern eine halbe Stunde, so geschätzt, und dann das rendert noch Ewigkeiten und das ist alles ein bisschen doof. Und dann lieber so. Ich denke jetzt auch, das stört jetzt nicht allzu doll. In IEP ist ja das auch nicht so schlimm. Mit dem Ton ist auch nicht so perfekt, wie ich es mir wünsche, aber da werde ich mir dann später des Späteren mal ein Standmikro holen. Später des Späteren. Logisch, deutscher Satz. Deutscher Satz. Deutscher Satz. Genau, da können wir da mal schauen. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier eine Verladerampe finde. Also ich hoffe, wie gesagt, euch stört das nicht allzu toll. Ich finde es auch nicht so toll. Aber ich kann es leider nicht ändern. So, hier haben wir eine Verladerampe. Kann man ja so tun, als könnten hier LKW stehen und hier was einladen. Die ist jetzt auch fast zu klein, die können wir auf 3 skalieren. Dann ist die auch ein bisschen länger. So, und dann machen wir die hier so runter. Ey, ey, ich mach dich runter. Bist schlecht. So, einmal hier den Anfang. Um 90 und 3. Wenn ich drehe das jetzt wieder in die falsche Richtung. Nee, nicht mal. Ich bin gut. So, machen wir das doch so. So in der Art. Also so ein bisschen vor sollte das schon gehen. Und dann passen wir das mal an drauf. Und zwar liegt das auf minus 4,13 und auf Höhe minus 2,52. Okay, das ist scheinbar wieder der falsche Wert. 2,25, nicht 2,52. Nee. Keine Sorge, ich hab's gleich. Ah ja, so ist gut. So. Und 2,25. Genau. Ja gut, machen wir doch mal eins niedriger. In so Rampen gibt es ja sowieso immer Unterschiede. Von dem her dürfte man das jetzt sogar sehen. Hier machen wir auch mal ein bisschen so. Scheiß mal auch ein bisschen. Und dann nehmen wir hier wieder eine Schlussrampe schon wieder. Die skalieren wir auch auf 3. Drehen die minus 90. Die gleichen Werte passen jetzt in dem Fall wieder. Oder auch nicht. 0,25, oder? Nee. So, ja, minus 2,52. Timo ist schlau. Heute besonders. So. So ist es okay. Und sieht auch ganz angenehm aus, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist halt dann mehr das Verwaltungsgebäude. Hier können wir jetzt auch ein paar LKWs hinstellen. LKW. Hier haben wir einen Anhänger zum Beispiel. Den drehen wir jetzt mal. Ja, wieso drehe ich den jetzt nur minus 90? So, hier können wir jetzt auch noch ein bisschen Schüttgut hinmachen vielleicht. Stellen wir hier jetzt erstmal ein paar so LKWs hin. Ja, so ein Flachwagen ist doch auch ganz gut. Hier könnte man hier jetzt natürlich auch so einen alten Gleisanschluss bauen, den es mal gegeben hat. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Schaue ich mir jetzt gleich mal an. Ja, ein paar LKWs dazu natürlich. Sind jetzt schon ein paar ältere Modelle.
Können wir ja dann noch ein paar Splines hinmachen später. Und dann ein paar neuere nehmen. Ich glaube, so könnte das okay sein. Und dann mache ich so einen noch hier vorne hin. Stellen wir jetzt mal so quer hin. So. Und jetzt, hier könnte man so eine alte Bahnlinie reinführen. Das ist vielleicht ganz cool. Zwar mit, dass man die nur von der Hauptstrecke hier sozusagen befahren kann und von der Nebenstrecke dann erst rangieren muss. Oder musste früher. Und gut, es geht aber leider erst nach einem Einfahrsignal. Das ist hier vorne. Okay, dann machen wir es hier vorne. Hier mal, ja gut, das wird dann mit dem Platz ein bisschen eng. Okay, dann machen wir das Einfahrsignal, das ziehen wir hier dann einfach weiter vor. Das ist nicht das Problem. So, das ziehen wir hier einfach hier vor schon. Und dann könnte es gehen. So, okay, jetzt kann ich das wieder nicht umbauen. Geh weg. Nein, weg. Geh sie weg. Ah, ja. Ah, ja, ich sollte in den Fahrwegordner gehen. Wäre schlau. So. Gleise. Wenn mir jetzt einer verraten hätte, wieso ich das jetzt nicht umbauen kann, das Gleis, wäre das ganz cool. So geht das nicht. Hallo? Gut, es kann sein, dass da ein Kontaktpunkt da drauf liegt. Ich schau mal in 2D. In 2D. Signalsystem, Signale. Liegt aber scheinbar echt nichts drauf. Ah ja, okay, das Vorsignal ist noch drauf. Das sieht man natürlich im normalen Editor wieder nicht. Also in 3D. Ist ja wieder ganz geil. So, ja, dann ziehen wir das hier noch vor. Das können wir ja später immer noch verschieben. So, und jetzt in zwei Wegeweiche umwandeln. Dann kreuzen wir das Ganze hier einmal. So. Wo lassen wir die Bahnlinie jetzt hinführen? Hier vorne rein, würde ich sagen. So vor. Dann löschen wir hier das Stück Zaun raus. Und dann ist die Linie hier früher mal reingegangen. Das können wir jetzt hier auch so ein bisschen absenken. Machen wir hier mal ein kürzeres Stück. Das senken wir jetzt dann mal ab im Boden rein. Also dass es hier zum Teer passt. So. Das passen wir mal an auf. Ja, 0,0. Ist ja für Straßenbahnen. Wer ist da? Und das nächste soll natürlich auch 0,0 sein und nicht mehr. Und nicht weniger. So ist jetzt zwar ein starker Radius, ist aber jetzt egal. Früher war das halt so erlaubt. Okay, ich glaube, hier kann echt kein Zug reinfahren. Ne, der Radius ist zu brutal. Das können wir aber auch hier noch ausweiten. EP versucht mich gerade zu provozieren. So, 0,0 und dann vervielfältigen. Ziehen wir das einmal hier vor. Und hier war dann einfach schon Ende. Also es war jetzt nur für ein paar Meter. Und dann machen wir hier einen Prellbock ran. Den machen wir noch Länge 5. Und dann
Ende. So. Genau, und dann können wir hier auch noch mal so eine Verladerampe hinbauen. Rampe. Wie lange nehme ich ihn jetzt schon auf? 33 Minuten. Dann haben wir jetzt, sind wir jetzt kurz vor Folge 100. Und dann hören wir auch gleich auf mit der Aufnahme. Auf mit der Aufnahme. 3 und 90. 90 und 3. So. Und ja, können wir ja dann mal in der nächsten Folge schauen, ob das noch in Betrieb sein soll oder nicht. Das Ganze hier. Ich mache jetzt hier einfach nochmal eine Rampe heran. Die können wir hier auch auf 2 skalieren. Das dürfte eigentlich auch reichen. Das wird aber schon fast zu viel so, ne? Nee, ich lasse mal nur die kurze. Die skalieren wir auf 4. Dann ist die auch ein bisschen länger. Das war halt dann nur für einen Wagen oder so in der Art. So. Und dann schauen wir, dass hier so ein Wagen hinpasst. Rollmaterial. Bar, Normalspur. Wagen, Güterwagen. Container. Zum Beispiel jetzt so. Boah, hier könnte ja echt noch was reinführen. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Die 2 Wagen, die reichen eigentlich jetzt schon hier. Aber die sind jetzt hier nicht so der Renner, die Containerwagen. Nehmen wir, glaube ich, geschlossene, sowas. Die sind doch ganz okay. 2 solche, genau. Und dann sind die da so gestanden. Dann machen wir jetzt hier noch eine Lok hinten dran. Dann muss ich aber die Aufnahme wirklich mal beenden. Dass wir in Folge 100 mit unserem Spezial durchstarten können. Ich möchte die Verkehrsroute. Die hier, genau. Die ist ja auch von Ostrainer neu gekommen. Die muss ich mir auch noch holen. Aber in Verkehrsroute, glaube ich, so gibt sie jetzt noch nicht. Genau. So. Einmal im Freiburg. Nein. So. So ist gut eingepackt. So, und ja, in der nächsten Folge schauen wir dann mal nicht, wie es weitergeht. In der übernächsten Folge schauen wir dann mal, wie es hier weitergeht. Es könnte auch sein, dass Folge 100 eine Stunde Let's Play wird oder sowas. Müssen wir dann mal schauen. Ich würde sagen, in der Folge haben wir jetzt ein bisschen was geschafft. Oder in den 2 Folgen. Und das war's aus Folge 97. Wir sehen uns wieder mit 3 Zahlen. Die 1, die 0 und die 0 in Folge 100 von Let's Play Eisenbahn X mit der Stoiber. Bis dahin, Tschüssikowski, bis zur Folge 100 und ciao.